Würde ich sagen, machen wir quasi den Couscous im Ring, leicht versetzt. Machen nebendran das Meerrettich-Joghurt. Da machen wir noch ein bisschen rote Beete-Streifen und Apfel mit dran, ein bisschen was von dem Korandergrün. Und da machen wir noch so zwei Spalten von der gebratenen rote Beete. Kommen wir zur zweiten Kocheinrichtung, dem Küchenblock mit dem Herwig Danzer von den Möbelmachern in Unterkrumbach. Und der Diana Bürtel vom Wirtshaus in Nürnberg. Heute, gemäß der Fastenzeit, machen wir ein lockeres vegetarisches Gericht, das wir nennen ein rote Beete-Couscous mit Meerrettichschmand, Koriander und grünem Apfel. Du hast schon alles aufgebaut. Genau, alles, was wir heute so brauchen. Ja, der Couscous ist handelsüblich, den Sie überall kaufen können. Ansonsten alles, was die Natur gerade hergibt. Rote Beete irrtümlich nicht nur ein Wintergemüse. Also gerade gibt es noch Lagerware, aber so in den nächsten Wochen müsste es dann quasi die erste junge Frucht wieder frische geben. Ja, frische, also mit Blattgrün und allem drum und dran. Meerrettich ist in Franken sowieso Thema, insofern immer. Ja. Auch aus der Wurzel gerieben? Auch aus der Wurzel gerieben, wir haben beides dabei, also einmal das Produkt, das man kaufen kann und einmal aufgerieben. Zur Zubereitung, relativ einfach. Wir haben eben unseren besagten rote Beete-Couscous. Bisher noch nicht, bisher ist es nur Couscous, genau. Couscous, genau. Ja. Dann haben wir ein paar in Würfel geschnittene rote Beete. Ganz einfach, das muss nicht akribisch sein, da geht es ein bisschen um Biss und Textur und dass eben auch was Gemüsiges dabei ist. Die Kantenlänge entspricht ungefähr 8 mm. Wenn du das so sagst, ja, dann unbedingt. Zum Abwürzen von dem Ganzen. Wir brauchen ein kleines bisschen Zucker, um dem Erdigen von der roten Beete ein bisschen entgegenzuarbeiten. Das Süße ist bei dir immer mit. Ja, das ist es bei dir ganz ein bisschen, wichtig. Genau. Ja. Dann frisch gemahlenen Kümmel. Da rentiert sich das auch wirklich, sich vielleicht eine kleine Kaffeemühle, eine Mörser oder sonst was zuzulegen, weil der frisch gemahlen einfach viel, viel besser riecht, ganz anders duftet. Als weiteres Gewürz Korianderkorn. Kennen die meisten? Im Ganzen. Im Ganzen, genau. Man kann auch angeschlagen nehmen. In dem Fall, ich wollte ein Einkorn zum Beißen haben, habe mich entschieden, ich nehme dann den Koriander. Ah, ja. Wer noch nicht damit gearbeitet hat, bewusst, kennt es bestimmt aus einem klassischen fränkischen Landbrot. Muss da rein. Ja? Ein fränkisches Brotgewürz muss Korianderkorn rein. Dann brauchen wir einen kleinen Faden Öl. In dem Fall einfach nur Olivenöl. Wer zu Hause hat tolles aromatisiertes Walnussöl oder dergleichen, geht das ganz genauso, ist überhaupt kein Problem. Dann natürlich ein bisschen Salz. Nicht zu viel, lieber schmecken wir hinterher nochmal nach. Und wir brauchen Flüssigkeit. Natürlich, also der Couscous muss ja schwimmen. Genau, muss ein bisschen Flüssigkeit aufnehmen dürfen. Ich würde das ist jetzt rote Beetesaft. Das ist rote Beetesaft. Entweder man hat quasi einen Gemüseentsafter oder man kauft einfach rote Beetesaft, den gibt es im Tetrapack im Reformhaus zu kaufen. Ich fange jetzt mal mit 1,5 Gläser an und dann kann ich ihn vielleicht dann zum Abschmecken nochmal ein bisschen mit Saft auffüllen. Okay. So, das ist eigentlich von unserer Zubereitung her, vom Kochen her alles. Der Herwig schiebt dieses rotfarbige Meisterwerk jetzt in den Dampfgarer. Ja, wobei wir diesmal gar nicht mit Druck arbeiten, sondern wir stellen ihn jetzt nur auf 100 Grad und eine Minute und dann probieren wir mal, wie es kommt. Genau. Ja. Okay. Ich schneide dabei. Genau, du kannst mir ein paar rote Beete in so Spalten schneiden, Herwig. Wir haben dann also quasi einmal die rote Beete als Würfelgemüse in dem Couscous. Und haben hier für den Teppanyaki machen wir ein paar Spalten rote Beete, die wir mit Olivenöl und Salz leicht anwürzen, die wir von beiden Seiten dann braten, dass man da auch noch mal ein bisschen was zum Beißen hat. Ich kann dir da eigentlich schon mal ein bisschen in den Teller einen guten Fahrer Olivenöl reinmachen. Ja, dann legen wir es da gleich rein. Genau, dann können wir nämlich in diesem Teller gleich ein bisschen würzen und durchrühren. Genau, das einmal kurz vermengt und dann können wir die rote Beete rechts, links anbraten. Und dann haben wir eben noch einen rote Beete-Salat, der quasi on top kommt. Den machen wir ein bisschen mit grünem Apfel noch an und Koriandergrün. Da fangen wir als allererstes an. Wir haben die rote Beete und ich habe einen grünen Apfel. Den grünen Apfel aus Neuseeland. Ist der aus Neuseeland? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Das ist von Granny Smith, oder? Ja, ist ein Granny Smith. Mag man verteufeln, aber es ist halt auch der Apfel, der am meisten Säure bietet. Ne? Alles andere ist regional, also wir jetzt mal mit dem grünen Apfel leben, oder? Ja, übertreiben müssen wir es nicht.
Auch die meisten deutschen Äpfel sind übrigens aus Südtirol, obwohl man denkt, dass sie aus Deutschland sind. Ne? Wir haben unsere noch aus dem eigenen Lager von unseren Streuobstwiesen. Mai. So, das mischen wir hier. Also, so, jetzt einfach nur Salz und Öl an dem. So, einfach nur ein bisschen Salz und Öl, genau. Ja. Kann man mit dem Apfel, ich habe den jetzt in Scheiben geschnitten und schneide den jetzt quasi in Streifen. Entweder Sie machen das von Hand oder, Herwig, du hast den Julienne schneiden, den können wir dann vielleicht auch kurz mal zum Einsatz bringen. Für was Sie den entscheiden? Wie fein hättest du es gerne? Schon, das wäre jetzt so das, was ich von Hand geschnitten hätte. Ah ja, da brauche ich die gröbere, das gröbere Blatt, ja. Genau, wie Sie sehen, die rote Beete ist jetzt einfach nur mit dem Olivenöl benetzt und leicht gesalzen. Und die legen wir jetzt auf den Teppanyaki. Auf welche Temperatur steht der, Herr Witt? Der steht auf 180 Grad jetzt. Moment. So. Passt so? Ja, wunderbar. So. Na. Das langt uns eigentlich auch. Da ist er. Genau. Was haben wir denn? Das ist das Gute beim Julienne-Schneider, ist es ganz wichtig, dass man auch so einen Teil hier hat. Den Restbehalter. Ein bisschen, den Restbehalter, der ist in diesem Fall sicher sehr hilfreich. Ups. So. Wo kommen die hin für den Salat? Die kannst du mir hier einfach mit aufs Brett drauflegen. Beim Salat, ich tue die rote Beete kurz nach dem Schneiden, ganz kurz mal durchs Wasser ziehen, damit dann nicht der ganze Salat quasi von der roten Beete so verfärbt ist. Zum also entfernen sozusagen. Ja, nur ein bisschen ausbluten lassen, nennen wir das. Zum Anmachen vom Salat, wir nehmen ein bisschen Limettensaft. Mal die Säure von dem Apfel unterstützen. Ein kleines bisschen Salz brauchen wir. Ich brauche gleich alles jetzt, oder? Kannst du auch machen, Herr Richtung. Dann machen wir ein bisschen bayerischen süßen Senf drauf. So. Dann mengen wir das mal kurz durch, so dass der Senf auch überall an der roten Beete haftet. So, wunderbar. Da müssen wir bisschen auch dran denken, dass wir erklären, wie man es macht, wenn man keinen Teppanyaki hat und keine Dampfgarer. Überhaupt gar kein Problem. Also wenn Sie keinen Teppanyaki zu Hause haben, so wie ich habe leider auch keinen, nehmen Sie eine einfache Pfanne, die Sie aber auch vor, kühl halten, ne? Ja, aber trotzdem auch vorheizen. Also das ist auch wichtig. Also nicht jetzt die rote Beete in die kalte Pfanne legen und darauf warten, dass was passiert, weil dann fängt die rote Beete am Ende nur das Kochen an in Ihrer Pfanne und wir wollen schon ein bisschen ein angebratenes Aroma haben. Wenn Sie keinen Druckdampfgarer oder Dampfgarer zu Hause haben, dann bringen Sie Ihre Menge an rote Beete Saft zum Kochen und übergießen den Couscous damit. Tun das Ganze quasi abdeckeln, dass der Couscous sich selbst aufdämpfen kann. Dann dauert es ungefähr 5 bis 6 Minuten. In dem Fall müssen Sie nur schauen, dass die rote Beete Würfel, die Sie dazugeben, nicht zu groß sind, dass die auch weich werden in der Zeit, weil die ja nicht wirklich gekocht werden, sondern ja auch nur kurz aufdämpfen. Ja. Ja? Schauen wir mal. Schauen wir mal. So, gut, wie du das haben möchtest. Ja, das sieht doch sehr anständig aus. Schön. Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass er noch ein bisschen quält, dann sieht es sehr vernünftig aus. Ich schau mal, wie das Korn ist, wie sich das weiß. Wie viele Minuten waren wir jetzt drin? Eine. Dann würde ich sagen, gehen wir insgesamt auf 3, also machen vielleicht noch mal 2 Minuten dazu. Okay. Ja? 1, 2. Gut. Haben wir gleich. Ja, kein Problem. So, also die rote wie die Bretter mal. Genau, wenn man das hier so sieht, dann denke ich, kannst du die langsam rumdrehen. Genau, das sieht man, die haben so ein bisschen Blasenwurf hier an der Seite. Und das ist ganz schön. Ja, dann riecht, es riecht auch ein bisschen karamellig, obwohl kein Zucker dran ist, weil die rote Beete natürlich selbst auch Zucker enthält. Ja. Ja. So, zu unserem Salat. Also wie gesagt, wir haben die rote Beete Streifen, wir haben den grünen Apfel, der mit dazu kommt und wir machen etwas Koriandergrün mit. Soll ich hier das schnell schneiden? Das kannst du machen. Koriander ist eines der wunderbaren Kräuter, wobei, wie die meisten Kräuter eigentlich, die wir mit stumpfem Stiel verwenden. Also schneide vorne sehr grob, Herwig, solche Stücke und umso näher du zum Stiel kommst, umso feiner schneidest du und dann können wir das komplett mit verwenden. Das Messer beim anständigen Schnitt, also wenn Sie einen anständigen Schnitt machen, dann merkt das Messer, wenn
quasi der Ast vom Kraut einfach zu steil wird. Ne? Dann sollte man damit aufhören, ansonsten kann man eigentlich immer alles weiter verwenden. Also unten jetzt sehr fein. Genau, unten jetzt sehr fein. Das Ganze mir einfach hier damit drauflegen, damit fertig, hier auf den Teller. Dann bereite ich in der Zwischenzeit unser Meerrettichschmand vor. Das ist einfacher Schmand, Sauerrahm. Ich habe hier gesagt, wie einmal den Meerrettich, wie man ihn hier kaufen kann. Über beides drüber? Einfach in die Mitte legen, genau. Ich mische das dann noch. So. Ein kleines bisschen Salz brauchen wir da. Und verrühren das einfach. Das ist quasi die etwas leichtere Variante zu dem Sahne-Meerrettich, die man so zu Hause hat. Damit das Ganze ein bisschen einfacher auf dem Teller zu verteilen ist, mache ich ein kleines bisschen Wasser ran. So viel? Oh, das macht nichts, das ist wunderbar. So. In der Sauerei am besten immer Waschbecken verrühren. Heldende Möbel mache ich mich hier aus. Hält sie aus. Und auch vieles andere. So, wunderbar. Das heißt, wir haben unseren Rote Beete Couscous im Ofen. Wir haben die gebratenen Rote Beete hier auf dem Teppanyaki. Genau. Die andere Seite jeweils. Und haben hier den Rote Beete Salat mit dem Koriandergrün und den Äpfeln. Ach, von der letzten Sendung gab es übrigens die Frage, aus welchem Holz die Küche sei, in der wir das letzte Mal gekocht haben. Das war damals eine Buche, also an die Dame, die die Frage gestellt hat. Und heute? Es ist wieder eine Buche, allerdings diesmal eine Thermobuche. Die Thermobuche ist die gleiche Buche, die wir hier aus der Region haben, die aber 3 Tage im Ofen ist, bei 170 Grad. Also nicht in diesem Ofen, sondern in einem etwas größeren. Und bei 170 Grad nach 3 Tagen wird die Buche eben so dunkel. So, genau. Also wenn das Gerät sagt, dass wir fertig sind, können wir eigentlich auch schon mit dem Anrichten anfangen. Ja, okay. Wir haben heute jetzt mal 2 Versionen vom Anrichten zur Auswahl. Einmal ein flacher Teller mit einem breiten Brett, einmal ein tiefer Teller, je nachdem, worauf Sie zu Hause Lust haben. Ich würde sagen, für den tiefen Teller machen wir den Meerrettich quasi etwas drumherum. Okay. Es bietet sich an, es gibt die Tellerform so schön her. Und für den flachen Teller, wir haben einen Strich. Genau, machen wir einen schönen Strich entlang. So, ich hole mal einen Couscous. Dann platzieren wir hier den Ring leicht versetzt, hier in die Mitte. Wunderbar. So, das schaut sehr, sehr schön aus. Ja, und eine schöne Farbe. Alles mit der Rote Beete drin, was man braucht, genau. So. Also, Rote Beete, das Korianderkorn mit dem Kümmel aromatisiert, ein bisschen Salz, ein bisschen Olivenöl. Das ist der eine Ring. Hier haben wir den nächsten. Die Portionsgröße hängt natürlich jetzt davon ab, ob Sie es als Beilage servieren oder ob Sie sagen, nee, ich mache das genauso wie die beiden da und mache da einfach ein vegetarischer Mann das Hauptgericht aus. Das bleibt Ihnen quasi vollkommen. Ob es der erste oder der zweite oder der dritte Gang ist. Genau. So. Wow. Ganz wunderbar. Das dekoriert sich quasi auch schon wieder von alleine. Dann haben wir die gebratene Rote Beete. Da machen wir jetzt mal auf den Flachbogen. Ein Zettel ist nicht so mein Metier. So. 2 und 3 Spalten. Wenn Sie keine frische Rote Beete haben und bekommen nur die vorgegarte, die das Vakuum gezogen gibt, geht das im Prinzip alles auch damit. Das Einzige, was Sie nicht so lecker hinkriegen werden, ist der Salat. Weil der lebt davon, dass die Rote Beete einfach super knackig ist. Alles andere wird auch anders funktionieren. So. Da legen wir 3 hier schön drumherum und dann machen wir unseren Salat. Wie gesagt, mit süßem Senf, ein bisschen Salz, ein bisschen Öl und Koriandergrün ist dran und eben der grüne Apfel. Der grüne Apfel. Genau. Ah ja, der kommt oben drauf. Genau. Einfach schön oben drauf, da muss man auch nicht sparen. In die dritte Dimension. So. Cool. Und hier genauso, einmal oben drauf gebaut. So sehen Sie 2 Varianten vom Anrichten. Einmal flach, einmal ein runder Teller. Ich habe jetzt volle Teller, wenn du die da vorne noch hinstellen magst. So. So. Anrichtvarianten. Genau, ganz wunderbar. Super, ja. Na, waren wir in Viertelstunde.
So soll es sein, ne? Genau. So schön wie die Küche auch ist, letztendlich irgendwann muss ja auch was auf dem Tisch, ne? Ja, ja? Was zu essen geben. Jetzt hoffe ich, Sie probieren es fleißig aus. Wer gar keine rote Beete mag, als Hinweis, diese Art des Couscous-Machens bzw. diese Art überhaupt mit Gemüse zu arbeiten, geht eigentlich mit jedem Wurzelwerk. Also Sie können genauso gut eine Petersilienwurzel nehmen und Sie können genauso gut eine Karotte nehmen. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Bei Karotte würde ich dann eben einfach mit Karottensaft auffüllen. Mhm. Bei der Petersilienwurzel, Petersiliensaft gibt es nicht zu kaufen. Also entweder Sie haben einen Entsafter und können das machen oder Sie nehmen einfach eine Gemüsebrühe oder einen Schuss Weißwein. Da mit vielleicht auch einen Apfelsaft, wenn Sie sagen, Sie kochen für Kinder. Auf jeden Fall sollten der Fantasie keine Grenzen gesetzt sein. Das Rezept ist natürlich unter kocheinrichtung.de jeweils nachzulesen. Auch das Rezept der letzten Sendung und die Rezepte der kommenden Sendung. Genau, da werden noch einige folgen. Wenn Fragen auftauchen, du beantwortest sie gerne im Blog oder per E-Mail. Sie können auch einfach kommentieren, also wenn das Video hochgeladen ist, kommentieren, Fragen stellen und wir werden die beide nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Genau. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Wenn es darum geht, vielleicht das richtige Getränk zu finden, herzlichen Dank an den Manfred Rothe aus Nordheim. Ich bin der Meinung, die Scheurebe würde ganz gut dazu passen. Ein bisschen Restsüße, haut auf jeden Fall gut hin, macht Spaß im Glas. Zum Wohl. Bis zum nächsten Mal. Precious secret.